Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Jedi Survivor. Heute gehen wir jetzt zu der anderen, Bodenluke. Überfahren die kurz. Wir hätten vielleicht einen Spawnpoint aufsuchen sollen, wo wir uns heilen können. Lass das mal doch, ja, lass das mal zuerst machen. Ich weiß nicht, wo wir einen finden werden. Hoffentlich schießen uns die nicht für immer ab. Können wir ganz gechillt einfach. Los. Sprung. Oh, hier können wir die Abkürzung direkt freischalten. Hier sind so zwei Defaults. Kommandodroiden, also richtig? Kann ich absteigen. Was macht ein Kommandodroide? Wir sind auf Kampf, Infiltration und Attentate programmiert. Da du immer noch hier bist, bist du wohl ziemlich erfolgreich gewesen. Respekt. Ich habe Schaden erlitten. Ja, mach mal zu Ende jetzt, Digga. Wie so ein Kugelwilli. Okay, lass mal die Abkürzung freischalten. Die werde ich bestimmt noch benutzen müssen. Ha, wofür kann ich jetzt den Kugel Willi benutzen, Digga? Ah, nicht dafür. Aha. Hilf mir bitte! Eigentlich wollte ich jetzt nur speichern gehen, das wäre jetzt tragisch, wenn ich sterben sollte. Und neue Samen haben wir direkt bekommen, das ist doch schön. Da haben wir die ja schön erledigt. Können wir hier hochgehen? Irgendwie wahrscheinlich, vermute ich mal, nur durch den Aufzug, der da drin ist. Sehr traurig natürlich, aber dann kommen. Wo bist du, Fugli? Wenn ich einen Neko rufen will. Ja, da ist einer. Da ist mein kleiner schwarzer Neko. Und los. Hört sich sehr falsch an. Hoch. Und dann springen wir hier jetzt einfach rüber. Schwupp. Hallo? Möchte ich mal nicht sterben, bitte? Ich schwöre, Digga, was ist denn das? Hallo? Ey, sag mir nicht, da kann man nicht runter, Digga. Was ist denn das für ein Müll? Was ist das denn für ein Müll? Ich schwöre. Und schon geht's los. Nein, es ist auf eine gewisse Höhe programmiert. Was soll denn der Scheiß einfach? Das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Dann komm, wir gehen mit dem Neko hier irgendwo anders runter. Ich kann es nicht fassen, einfach. Hier gehen wir einfach runter, komm, dann springen wir hier drauf. So ein Scheiß einfach. Dieser Fall Damage, der überhaupt nichts bringt. Okay, ich bin mir sicher, dass wenn wir... Spring! Okay, wir schaffen es nicht, glaube ich. Komm, wir schaffen das hier hoch. Wir schaffen es nicht. Und da sind jetzt irgendwelche Default-Druiden, die uns gleich angreifen werden. Let's go. Ja, nice. Wo ist denn der nächste Speicher? Nein, ganz da hinten. Wahrscheinlich, oder? Und was ist denn der Weg da hoch? Sag mir mal ehrlich, bitte. Hierhin. Das ist echt der Weg da hoch, den ich vorhin schon benutzt habe, oder letzte Folge schon benutzt habe. Los! Wenn Cal wieder nicht die Scheiße einfach nimmt. Danke, Digga. Holy shit, Cal. Du bist so ein Default, Junge. Ich schwöre. Ich kann's nicht fassen. Lass die Abkürzung freischalten oder lass hier mal speichern. Drei Fähigkeitenpunkte. Neue Boni. Wir können so viel machen.
Wir haben jetzt 5 Ausrüstungsslot. Holy shit. Holy shit. Wir haben Erholung, minimale Machtregeneration und Weisheit. Ich würde glatt sagen, wir müssen einen davon wegmachen. Präzision. Paradezeitraum kürzer, aber Kell verursacht mit der mehr Ausdauerschaden beim Gegner. Lass den wegmachen. Hier haben wir ja noch Zertrümmern. Angriffe sind effektiver darin, gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Das ist nicht schlecht. Lichtschwertwürfe verursachen mehr Schaden. Ich benutze Lichtschwertwürfe nicht so. Lebensgeneration ist tatsächlich nicht sinnvoll. Aber Erholung und Weisheit sind natürlich die größten Gs, die wir haben. Und ich wäre natürlich jetzt auf jeden Fall für Erholung, dass wir das reinmachen. Zertrümmern lassen wir drin. Dann haben wir das. Und dann lass die Fähigkeiten anschauen. Vielleicht können wir ja Zwillingsvipern machen oder so. Das wäre natürlich ultra krank. Lass mal gucken, was wir alles freischalten können. Kells maximales Leben erhöht sich. Juckt überhaupt nicht. Perfektionierte Stim-Formel. Sehr schön. Und die Kraft der Freundschaft, dass die Stim-Befehle einen Teil der Machtanzeige erhöhen. Geht in Ordnung. Bringt aber nicht so viel. Bessere Reflexe. Das ist natürlich auch sehr cool. Also theoretisch könnten wir das machen. Falls wir nicht was deutlich Besseres finden. Einzellichtschwert. Wir benutzen das nicht mehr. Doppelklinge benutzen wir auch nicht mehr. Hier gibt es jetzt nur noch die tanzenden Klingeln. Halte LB und Y, um beide Lichtschwerter so zu werfen, dass sie zwischen mehreren Zielen hin und her springen. Holy shit, das ist doch einfach krank. Es würde aber genau die 3 Fähigkeitspunkte benutzen. Aber wäre schon krank. Energiewirbel, halte RB und drücke X, um mehrere schnelle Schwünge auszuführen, die rasch Munition auffüllen, wenn sie treffen. Oh. Actually krank. Effizienter Wärmetransfer ist nicht wichtig. Wir könnten aber dann direkt auch den hier aus nächster Nähe. Wahrscheinlich kann der dann Gegner, die in der Nähe sind, so brrr machen. Der macht den Bra-Bra-Bra. Parierstangen. Wir benutzen die nicht. Theoretisch könnten wir den natürlich auch mal verbessern, um den danach benutzen zu können. Jedi-Konzentration, größeres Festhalten juckt nicht wirklich. Maximale Machterhöhung. Würde jucken, aber nicht so fett, dass ich das machen würde. Radialer Schub, wir brauchen nicht unbedingt. Hochschießendes Heben, so wie Gegner. Ja, dass wir die länger. Das benutze ich tatsächlich auch gar nicht. Müsste ich eigentlich mal benutzen. Das auf den Boden werfen und in die Luft werfen. Also theoretisch wäre nicht so dumm. Würde aber halt 2 benutzen. Danach könnten wir Schwerkraftmeisterschaft benutzen. Aber hört sich nicht so krank an, dass ich dafür nicht die Zwillingsviper machen würde. Die tanzenden Klingeln meine ich natürlich. Oh mein Gott, wir machen das. Dadurch werden wir der Master einfach. Was ist das? Halte LB und Y, um beide Lichtschwerter so zu werfen, dass sie zwischen mehreren Zielen hin und her springen. Oh mein Gott. Wir haben 2 Schwerter jetzt komplett benutzt. Das ist einfach krank. Ich weiß nicht, hier sind so noch diese leeren Kreise. Ich glaube nicht, dass da... Vielleicht erscheint da noch irgendwas, wenn Kell weitere Machtfähigkeiten lernt. Das werden wir dann sehen. Okay, weiter geht's. Wollen wir hier hoch dann mal? Ich würde schon gehen, oder? Lass mal hier reingehen. Kommen wir hier hoch? Ah, die Werkbank, natürlich. Ich will ein paar Sachen anpassen. Lass bitte das Lichtschwert. Aber wie können wir jetzt das vorgefertigte Lichtschwert benutzen, was wir bekommen haben? Da bin ich mir gerade jetzt tatsächlich unsicher. Kann ich in mein Inventar schauen oder so? Hier, Fähigkeiten, Datenbank. Ah, okay, wir können hier auch direkt anpassen, das wusste ich gar nicht. Kinn und Schnurrbart, nee. Oh, ups. Komm, Frisur. Wir hatten jetzt ganze Zeit Mittelscheitel. Wir hatten ganze Zeit jetzt den Anakin Skywalker Look. Lass mal wieder den Default Kerl Look machen. Mit Vollbart sieht er natürlich krank aus. Das werden wir machen. Die Jacke, komm. Oh, was hat er für Muskelglas? Oh mein Gott, wir können jetzt einen Battle im Raider machen.
Wir haben so viel Ausrüstungsmöglichkeiten jetzt. Ein Wanderer mit diesem Bart sieht ja eigentlich schon krank aus. Die Frage ist nur, ob wir seine Hände offen lassen oder ob wir zumachen. Wir lassen die offen. Eine Hose. Wir müssen ja nicht mehr die Klonkriegerhose machen, sozusagen. Oh. Lass hier nehmen, ein Commander. Jetzt fehlt natürlich auch die Gloves mehr. Ah, okay, und das verschwindet bei diesem Anzug. Bei allen anderen Anzügen, meine ich. Kerl, sieht richtig schnucklig aus, denkt ihr nicht? Ihr müsst nicht denken. Aber, wie machen wir das jetzt mit dem Lichtschwert, das wir bekommen haben? Die Frage ist jetzt halt echt, wie können wir das Guter benutzen? Zeitpunkt, um unsere Ausrüstung zu Also wie? überprüfen. Ich will jetzt halt das ganze Lichtschwert nicht einzeln uns messen. War das das überhaupt? Nee, Hartnäckigkeit, das war das, oder? Bin mir fast sicher. Komm. Einsiedler-Harmonie-Schrottplatz. Nee, das war nicht das tatsächlich. Das muss das Jäger gewesen sein, oder? Dann lass mal ausrüsten, ob das auch wirklich so aussieht. Diese riesigen Beißerzähne einfach. Lass da lieber das daneben. Okay, und dann lass mal die Farbe ändern. Würde ich tatsächlich sagen. Lass aber tatsächlich dann auch mal. No offense natürlich. Aber das fittet gar nicht. Gerechtigkeit. Let's go. Wir nehmen den da. Das ist schön, das ist schön. Jetzt Materialien. Lass echt mal die Farben ändern. Huhuhu. Was werden wir machen? Wir haben noch so viele Farben, die wir jetzt freigeschaltet haben. Wir haben jetzt alle Farben tatsächlich freigeschaltet, was sehr strong ist. Dann lass tatsächlich mal so ein dunkles Grau machen oder so. Schwarz vielleicht. Das glänzt einfach schön. Lass das machen. Boah, mit diesem Blau sieht es ja ultra krank aus. Frage ist jetzt, lassen wir das Weiß? Oder machen wir die Sekundärfarbe auch zu der Farbe? Oder machen wir die primäre? Oder machen wir da doch das Blaue? Nee, nee, da lassen wir das. Okay. Ja, den Stoff lassen wir. Haben wir da eine schöne. Ja, wir haben Blau, das passt auch einfach. Let's go. Oh mein Gott, das sieht ja mal so sick aus. Kerl ist schon länger unterwegs, deswegen machen wir getragen. Aber das sieht ja ultra krank aus. Der Blaster passt auch noch zu dem Lichtschwert. Lichtschwert, die Klinge natürlich. Machen wir denn jetzt eine andere Klinge rein? Ich denke, Blau ist immer noch die beste Farbe dafür. Bisschen customizen. Ich lass hier hochgehen, oder? Können wir hier hoch? Wir können hier hochspringen einfach. Das ist ja schön. Das habe ich dann letztes Mal vermutlich einfach übersehen. Ich glaube nämlich, ich war hier schon mal. Wo geht's hier jetzt lang? Wo können wir hochklettern? Ist jetzt meine Frage. Müssen wir uns an den Laken hängen oder so? Tatsächlich, wir gehen hier rechts rum. Ah, ja, wir können hier klettern. An dem Netz, was bestimmt nicht runterfallen wird. Das war die ganze Konversation zwischen den beiden. Ja, komm.
Ich wollte die jetzt gar nicht so erledigen. Ah, okay. Kel muss aufladen. Kel muss aufladen, was schwierig ist. Okay, na komm, lass mal ein paar Gegner erledigen. Oh. Wir sollten vielleicht mal unsere Sicherheit kümmern. Okay, dann lass jetzt mal, komm. Oh yeah. Ah, okay. Da war jetzt natürlich nichts. Das ist unglücklich. Aber komm, der B2-Kampftrüger kann nichts. Der BX-Kampftrüger, Superkampftrüger. Ah, ich weiß nicht, wie der heißt, der Bre. Und da fliegt der Typ. Wo ist der B1-Kampftrüger hier oben hin? Ja, da war doch einer. Wo bist du hin? Wir klettern da mal. Oh. Gönn den Prioritklumpen, den wir verkaufen werden. Oh, ich möchte hier sehr gerne einfach hoch. Unaufhaltsam wie immer, BD. Und dann holen wir uns jetzt hier alle Sachen. Haarknoten. Ah, okay, Zopf. Und dann haben wir den auch erledigt. Das war jetzt etwa viele Droiden. Dann lass mal bitte hier die Essenz holen. Gesundheitsessenz, ja. Passt. Als nächstes würde ich dann tatsächlich aber mal die Stim-Formel machen, dass die mir Leben einbringt. Jetzt bringt ein Stim nämlich nur noch das Hälfte meines Lebens ein. Ihr habt gut gekämpft, aber mir habt ihr nichts entgegenzusetzen. Das ist mein Turm. Was willst du? Dir etwas anbieten. Einen Vorschlag. Einen Vorschlag. Der Vorschlag ruft bestimmt nicht darauf, dass er ausgenommen wird. Dann komm. Komm, Vogli. Lass. Wohin gehen wir? Wir müssen da jetzt ja nach hinten gehen. Hier hin. Denkst du, wir können da irgendwie direkt hochfliegen? Nee, können wir nicht. Okay. Sehr tragisch. Dann komm. Können wir ein Ding heranrufen? Hier ist irgendwo ein Echo. Aber wo ist der? Da ist der Junge schon. Keine Scans, okay, BD? Naja, wir wollen den ja nicht radioaktiv bestrahlen oder so. Dann lass noch schnell in dieser Folge dahin rennen. Nachdem wir heute ja kaum was gemacht haben wieder. Achtung, Bedrohung! Ich bin schon weg, Jungs. Ich hab ihn erwischt. Wie treffen die mich überhaupt? Ehrlich. Wäre schön, wenn ich überleben könnte. Ah, ich habe nur einen eingetroffen, was sehr tragisch ist. Aber komm, bitte treff ihn nicht, wir gehen hier runter. Hallo? Ah, falsche Kombination. Da habe ich schon einfach zu viele Fähigkeiten. Die alle im Kopf zu bewahren, ist natürlich schwierig. Aber komm, dann lass ihn mal runtergehen. Hier gibt's nichts. Wir rennen dann mal wieder weg. Gönn mal den Poncho.
sehen hier echt sehr wenig. Und auch alle Türen können wir irgendwie nicht benutzen. Wir nehmen jetzt auch mal bitte Licht, Digga. Ich sehe ja echt nichts. Aber dann komm, dann lass mal hier lang gehen. Es gibt ja auch nichts. Sehr, sehr tragisch. Wo sind wir hier? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hoch. B-Dance will irgendwas machen, der rennt irgendwo hin. Leck im Wasserspeicher, sieht der aus wie Öl. Tschüss, Digga. Hoffentlich muss ich nicht mit dir verkehren. Ah, das ist doch bestimmt keine Tür, okay. Wir gehen erstmal den Standardweg hier hoch, holen uns das Echo. Bleibt, wo ihr seid. Was soll das denn werden? Wir haben hier Gesetze. Ah, vergiss es. Lauf! Tut mir leid. Okay, Doma, die Rechtschaffende. Da geht's auch noch hoch, da gibt's nämlich einen Poncho. Dann lass mal da hochgehen. Ist das überhaupt der gewollte Weg, wie man hier hochkommt? Das ist egal. Der Graf Falke oder so. Da waren wir 0 von 5 Sammelobjekten haben wir hier bekommen. 80% erkundet, dann lass mal hier weitergehen. Den eigentlichen Weg, glaube ich. Ja, und hier ist auch unser letztes Sammelobjekt. Ein neuer Poncho hoffentlich. Ah, oder auch nicht. Lass hier die Abkürzung freischalten. Der arme kleine Fette. Ah, hier waren wir ja schon mal. Das ist ja krank. Oh, ein paar Samen. Können wir die holen irgendwie? Let's go. Diese Samen wären perfekt für den Garten. Ja, deswegen habe ich die gesammelt. Dann okay. Dann rennen wir hier einfach mal weiter. Oh, ich will eigentlich nicht gegen den Fetzer kämpfen, oder? Komm, Digga, wir fliegen kurz. Nein. Hm, war mal wieder klar irgendwie. Vogel, komm, beeil dich, Digga. Ah, scheiß drauf, wir gehen einfach hier hoch. Okay, oder wir gehen einfach so runter. Lul. Brechen wir auf. Und damit beende ich diese Folge von Jedi Survivor. Hier sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.